Zeit für euer Reading. Ich muss meine Karten nochmal hier zu Ende sortieren, aber ich habe gedacht, ich kann in der Zeit eigentlich schon mal anfangen zu erzählen. Leute, ich habe beim Vorschaffeln gesehen, 5 der Schwerter und 10 der Münzen. Es könnte also sein, dass einige von euch, mehrere Szenarien. Einige von euch könnten sich quasi ergeben, was Beziehung, eine feste Beziehung betrifft, oder aber monetäre Angelegenheiten, ja, also ergeben im Sinne von, dass ihr sagt, boah, ich gebe auf, ich habe keine Kraft mehr darum zu kämpfen. Andere von euch könnten sich selber sabotieren, was genau diese beiden Themen betrifft. Entweder in Form von, dass ihr vielleicht versucht, etwas aus jemandem herauszutriggern, eine Reaktion, oder aber umgekehrt, ja, und dass ihr dann sagt, so, okay, habe ich keinen Bock mehr auf diese Mind Games. Genauso könnte das im monetären Sinne sein, dass ihr euch vielleicht selber sabotiert und euer Talent zum Beispiel in einer Sache in Frage stellt. Oder sagen wir jetzt mal, ihr habt keine Ahnung, wie lange studiert eine bestimmte Sache und dann kommt irgendjemand und sagt zu euch, ja, es geht aber so und so nicht. Und ihr habt Imposter-Syndrom und fangt an, euch selbst und eure ganze Arbeit in Frage zu stellen. Cut the shit out, Leute, weil Jupiter ist in Zwillinge, Sonne ist in Zwillinge, Merkur und Venus ist in Zwillinge und das kann sich ganz besonders für euch Team Zwillinge wie Mercury Retrograde anfühlen. Ja, es kann sein, dass sich alles verzögert, ihr habt das Gefühl, alles geht schief. Beruhigt euch, das sind die Planeten gerade und es ist eben auch, wenn sich etwas anfühlt wie Mercury Retrograde, ja, Merkur geht verläuft rückwärts, wenn wir Dinge nochmal, ja, ich sag mal, nochmal besuchen sollen, nochmal reflektieren sollen, nochmal gucken sollen, okay, kann ich da irgendwie was improvisieren, ja oder nein? Und dazu solltet ihr diese Energie nutzen, wenn ihr das gerade merkt. Ja, also dass diese Energie für euch irgendwie ein bisschen chaotisch ist oder Jupiter in Gemini euch in den Arsch tritt, okay? Es kann auch sehr gut sein, das muss ich auch noch sagen, für euch sowie für Team Schütze und ganz besonders, wenn ihr sehr Jupiter-lastig seid, dass ihr jetzt gerade die Aufgabe habt, auch nochmal zu reflektieren, wer sind wirklich eure Freunde und wer nicht. Ja, es kann sehr gut sein, dass sich gerade viele Leute was von euch wollen, ihr werdet viel eingeladen, ihr lernt viele neue Leute kennen und die Aufgabe wäre dann zu schauen, wer hiervon ist wirklich mein Tribe und wer nicht. Ja, Venus, müsst ihr auch immer dran denken, Leute, Venus sind Finanzen und Liebe, ja. Wer mein Venus-Upgrade-Video geguckt hat im Conscious Club, der weiß aber auch, was die Schattenseiten von Venus sind und auch genau solche Menschen könnt ihr euch einladen und das ist eine extreme Red Flag, okay, das wollen wir nicht. Und denkt auch dran, dass es auch die Finanzen betrifft, Venus, ja. Also lasst uns gucken, was eure Fokuskarten sind. Wow, wow, wow. Treasure Island ist die erste Karte, auch richtig rum zum Glück. Und Message in a Bottle, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Und dann die Karte Fork in the Road auf der Rückseite des Decks. Also Leute, Treasure Island und dann habe ich Message in a Bottle. Einige von euch müssen aufpassen, dass sie nicht gelovebombt werden, weil ich habe... Baby, I like your style, glaube ich, singen die da. Von, wie heißt der Song von Drake? One Dance oder so? Das war so ein populärer Song 2 Sommer ago oder vor 3 Jahren oder so. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall könnte es sein, dass jemand euch lovebombt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder Mensch, der ein bisschen Energie lesen kann, Drake, Army, don't come for me. Ja, Drake ist ein bisschen wicked in seiner Energy. Ja, und Lovebombing ist etwas, was ich mir definitiv auch vorstellen kann von ihm. Also passt da ganz genau auf. Ja, Fork in the Road, ich habe Cornucopia und dahinter die Karte The Garden and the Gate. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Letztendlich ist es ja auch so und es kann sein, dass ihr mit einem Skorpion zu tun habt oder eine Nachricht von einem Skorpion bekommt. Das habe ich gerade bekommen. Oder das Skorpion-Reading gucken müsst. Jedenfalls, Zwillinge, es gibt immer 2 Seiten zu euch, ja, zu eurem Sternzeichen, ich muss es euch nicht erklären. Und hier ist auch wieder die Entscheidung, ja. Möchtet ihr in euren bisher bekannten Sphären bleiben und verweilen und so nicht weiterkommen? Oder möchtet ihr alles und mehr, ja? Dann müsst ihr euch aber auch etwas trauen und hier eine Entscheidung treffen. Treasure Island ist so ein bisschen,
wie ich gerade schon gesagt habe, alles und mehr. Das ist so dieses, okay, es läuft beruflich gut, es läuft in der Liebe gut, etc. Message in a Bottle ist geschriebene Kommunikation, wie auch immer, WhatsApp, E-Mail, was weiß ich, Instagram, wo auch immer man alles geschrieben, das kann sogar von mir aus ein Brief sein, ja, also ein handgeschriebener. Aber hier gilt es wieder für euch, nutzt die Fähigkeit des Urteilsvermögens. Leute, wer mir hier länger folgt, ihr hört es mich immer wieder sagen, und ich werde es immer wieder euch sagen, das ist ein Geschenk Gottes. Dein Urteilsvermögen zu trainieren und nutzen zu können, ist ein Geschenk Gottes, weil ganz viele Menschen können das nicht. Ganz viele Menschen können nicht außer sich herausgucken oder über den Tellerrand oder aus ihrer eigenen Ego-Bubble raus. Ja, und es gilt für euch hier wirklich zu entscheiden, wer von den Situationen und Menschen, die ich mir im Moment anziehe, ja, die Jupiter in meinem Leben, Jupiters Expansion heißt, von diesen Dingen kommt noch mehr, ja. Die Frage ist, wer davon tut mir wirklich gut und wer ist für mich und wer nicht. Wir werden geboren, um zu leben. Du bist es wert, am Leben zu sein. Sei dankbar für jeden neuen Tag, lächle und lebe. Ja, das ist eine Zeit von, ich sag mal, ja, expandieren und herausfinden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz viele Leute, die Jupiter haben, ja, also Schütze, Zwillinge ist es für mich auch, ja, Merkur-lastige Leute, alles, was jetzt gerade so in Gemini drin ist und die Menschen, die eben Aspekte haben, die da die Energie quasi verdoppeln, wir werden, ich habe das interessanterweise noch in einem Video gesagt, wo ich über mich gesprochen habe, ich gesagt, auch ich bin gerade hier mehr in der 3D als in der 5D, also ich werde gerade in der 3D mehr gebraucht und ich glaube, dass es auch auf mich zutrifft, weil man kann letztendlich so viel in der Theorie machen, wie man möchte, wie gut man wirklich ist, lernt man erst in der Praxis. Ja, und auch ich werde in der Praxis gerade getestet. Und auch ich habe viele Dinge, die hier Zwillinge Aspekte machen, ja. Oh mein Gott. Karte Nummer 16 und diese Karte besagt, das Gegenüber ist immer ein wertvoller Spiegel. Verändere dich und nicht den anderen. Das ist genau das, was ich sage. Wenn ihr merkt, ihr habt Leute um euch herum, jetzt auch neue Leute, ja, Leute, die ihr kennenlernt und ihr merkt, die Leute sind nichts für mich, guckt gar nicht erst so, ja, was kann ich da vielleicht für einen Vorteil rausziehen? Es gibt ja diese bekannten Spaßfreunde, die man dann nur anruft für einen Club oder sonst irgendwas. Aber Leute, es ist letztendlich, where focus goes, energy flows. Ja, wenn ihr euch mit Spaßleuten umgibt, werdet ihr im Gegenzug vom Universum auch nur mehr Menschen bekommen, die genau das von euch wollen, Spaß. Ja, das heißt, da ist keine Ernsthaftigkeit dahinter, keine Standhaftigkeit. Was zählt alles zu Spaß? Ja, wie sagt man dazu? Es gibt, ich lasse das, weil sonst werde ich hier am Ende blockiert von YouTube. Aber ja, Geschlechtsverkehr gehört dazu. Dinge, die mit Geld zu tun haben, gehören dazu. Party, Party, Party gehört dazu. Meistens gehören viele Dinge zu Spaß oder die heutige Menschheit, diese Menschen hier gerade, die verbinden Spaß oft mit Dingen, die eigentlich weniger gut sind für ihren Geist. Ja, weil wir da oft sowieso schon im Überfluss haben, von haben und nichts im Überfluss ist gut, okay? Also schaut euch an, mit wem ihr zu tun habt und lest aus eurem Gegenüber, was das über euch sagt. Nicht, was das über die Person sagt, was das über euch sagt. Die Person im romantischen Sinne, ja, ist auch ein Venus-Upgrade-Ding, mit der du gerade zu tun hast, sagt alles über dich aus und nicht über die Person. Zwei der Münzen auf der Rückseite des Decks ist genau das, ja, abwägen, hin und her überlegen, vielleicht mehrere Optionen gleichzeitig versuchen am Leben zu halten, dahinter das Rad des Schicksals, sagt mir, was auch immer, wo auch immer ihr euch hierfür entscheidet, ist letztendlich das, in welche Richtung ihr geht und ihr braucht hier Heilung in einem bestimmten Aspekt. Für einige von euch ist das tatsächlich diese 10 der Münzen Geschichte, ja, vielleicht kommen einige von euch aus einer Beziehung, Ehe, wie auch immer. 10 der Münzen können auch ein Zuhause darstellen, kann auch ein toxisches Zuhause darstellen. Erste Karte, König der Kelche, Ass der Münzen. Und ich habe gerade eben gesagt, es kann sein, dass ihr mit einem Skorpion zu tun habt, weil mir ein Skorpion getextet hat. Also Leute, und das ist Skorpion-Energie. Ja? König der Kelche, Skorpion-Energie, Ass der Münzen sind alle drei Erdzeichen, Jungfrau, Stier und Steinbock und dann haben wir die 8 der Kelche nochmal. Ja? Also was ihr hier sehen könnt, ist die 8 der Münzenfrau guckt hier in diese Richtung. Der König der Kelche ist seinen Gefühlen Herr. Ja? Der ist Herr seiner Gefühle, lässt sich da nicht so schnell aus der Ruhe bringen und der überlegt wahrscheinlich gerade, wo kann ich hier meinen Samen pflanzen? Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber 8 der Münzen plus das Ass der Münzen ergibt 9 der Münzen. Das ist, ich sag mal, Wohlstand, Reichtum. Ist allerdings auch Single-Dasein. Ja, es kann sehr gut sein, dass hier jemand eben überlegt, wo möchte ich meinen Fokus und meinen Drive, meine Motivation mit 8 der Münzen, weil 8 der Münzen ist eine harte Arbeit, ja. Wo möchte ich hart dran arbeiten? Am Netflix ein Chill Girl oder Boy, was mich dafür ausnutzt, wenn es freitagsabends irgendwie langweilig ist. Oder der Chef, wie ich eben, ich weiß gar nicht, habe ich das in dem Reading gesagt oder in einem anderen, weiß ich nicht, habe ich auf jeden Fall darüber gesprochen, dass ich bei meinem alten Job wahrscheinlich eher das Aushängeschild war, wegen meinem Aussehen, ja, dass viele Leute sich darauf festfahren und dann meine Intelligenz nicht sehen wollen oder können, wie auch immer. Ja, und da ist dann eben die Frage, möchte ich zum Beispiel, möchte ich meine Energie darauf fokussieren, möchte ich meinen Samen da legen, irgendwo zu arbeiten, wo ich nicht für meine Intelligenz gebraucht werde, sondern für mein Aussehen? Ja oder nein? Ja, möchte ich da Dedication reintun oder will ich meinen Samen da pflanzen, wo ich weiß, ich werde gesehen und ich werde gehört? Zum Beispiel, ja? Genauso im Freundeskreis. Umgebt ihr euch mit Freunden, die euch helfen zu transformieren, die euch inspirieren, die euch helfen besser zu werden, die euch helfen euch selbst zu reflektieren, die euch vielleicht auch mal sagen, hey, das was du gerade machst ist nicht so geil, oder wollt ihr lieber mit Leuten sein, die eure Partyfreunde sind, mit denen ihr irgendwie von donnerstagsabends bis sonntagsmorgens ins Berghain gehen könnt und abfeiern könnt. Okay, und danach sieht man sich erstmal 2 Wochen nicht mehr, bis die Kräfte gesammelt sind fürs nächste Raver-Abenteuer zum Beispiel. Ja, das liegt also an euch. Was ist hier wieder passiert? Oh Leute, ich liebe Gold und ich liebe meine 10.000 Goldketten, aber das hier, dieses ewige Durcheinander jeden Tag, naja, es ist wert, okay? Das bedeutet im Grunde eigentlich nur, wenn meine Ketten sich hier noch verheddern, also ich weiß, welche Kette das ist, die dazu führt, das bedeutet nur, dass ich mehr Gold brauche, schwereres Gold, ja? Weil dann, je schwerer das Gold, je reiner verheddert sich der Schmuck nicht. Das ist eine Kette, die hier kein reines Gold ist. Und deswegen verheddern sich die Sachen. Aber ich liebe es trotzdem. Naja, die Aufgabe ist auf jeden Fall hier zu entscheiden, wer oder was hilft mir bei meiner Transformation und wo will ich mich überhaupt hintransformieren, ja? Einige von euch sabotieren selber mit den 7 der Schwertern und belügen sich selber und andere gehen strategisch vor, um das zu erreichen, was sie sich visualisieren. Und für andere von euch hängt das hier auch mit ihrer emotionalen Gewalt zusammen. Also wer mein Venus-Venusian-Upgrade-Video gesehen hat, der weiß, was ich gesagt habe zum Thema Venus, Finanzen und Romantik. Und es kann sehr gut sein, dass wenn einige von euch vor einigen, ich sag mal vielleicht Kummergedanken, ja, Kummergefühlen aus romantischen Situationen oder wenn ihr euch aus einer langen Partnerschaft getrennt habt oder, keine Ahnung, eine Person, mit der ihr gedacht habt, das wird definitiv was Ernstes und dann ist es nicht geworden, ja, und ihr seid super enttäuscht und super verletzt. Wenn ihr diese Emotionen nicht regelt, wird das für Chaos auf eurem Konto sorgen. Oder für Chaos in eurer Arbeitsumgebung, ja. Ihr werdet merken, dass viele Dinge schieflaufen, wenn ihr das nicht für euch löst. Ja, das ist das, was ich immer versuche, meinen Leuten bei der Arbeit beizubringen hier, ja, dass ihr nicht euch aussuchen könnt, wo ihr Chaosenergie habt. Chaosenergie in einem Aspekt bedeutet meistens in irgendeiner Form von Chaos in allen anderen Aspekten auch. Ja, man kann nicht sagen, okay, hier weiß ich, was ich will, aber in einem ganz anderen großen Aspekt in meinem Leben weiß ich nicht, was ich will oder da halte ich Ewigkeiten an alten Gefühlen fest und dann davon ausgehen, dass sich das nicht auf alles andere auch überträgt. Energie ist wie Wasser. Wenn ich in der Badewanne sitze und ich mache links pop aufs Wasser und dann fängt eine Welle an, dann geht die Welle nicht nur nach links unten in die Ecke oder zu meinem linken Fuß unten. Die Welle geht durch die ganze Badewanne. Das könnt ihr nicht aussuchen. Ja, du kannst von der anderen Seite auch Patsch aufs Wasser machen und da nochmal eine Welle auslösen. Ja, und die Wellen treffen sich, aber trotzdem ist das ganze Wasser bewegt. Versteht ihr? König der Kelche erklärt mit dem Gehängten, ich sag's doch Leute, und der Gehängte ist immer eine Energie von außen. Ihr werdet vom Außen, 6 der Kelche auf der Rückseite des 6 mit dem Teufel dahinter, ihr werdet durch eine Sache im Außen in einen Stillstand gebracht. Wann? So lange, bis
das hier, eure Gefühle, ja, ihr seht, wie hier diese Strahlen aus der Brust rauskommen und die Strahlen beim Gehängten hier am Kopf sind. Und das ist das, was ich fühle, in meinen Kopf rutschen zu lassen und dann Klarheit zu finden, den Aha-Moment, um weiter zu wandern. Und solange ihr das nicht in eurem Kopf regelt, eure Gefühlswelt, ja, oder das nicht in eurem Kopf, in den Aha-Moment quasi nicht bekommt, werdet ihr hier in der Vergangenheit in irgendwas Toxischem festhängen. Skorpion-Energie, Steinbock-Energie. Mars und Saturn. Wartet mal, Leute, wo habe ich mein Handy hingetan? Ich gucke mal gerade, wo Mars und Saturn sind. Mars ist in Stier. Das ist das Schwesternzeichen von Skorpion. Und Saturn ist in Fische. Super interessant. Ja, Mars, Stier ist von Venus regiert und Fische ist Neptun. Und auch Jupiter, glaube ich. Naja, jedenfalls sind das auch Illusionen. Ja? Neptun sind immer auch Verwirrungen, Illusionen und Mars ist unsere Macherenergie. Ja? Und vielleicht müsst ihr erst aus eurer eigenen Illusion rauskommen oder aus der eigenen Verwirrung, bevor ihr hier ins Tun kommen könnt mit dem Ass der Münzen. Weil ich glaube, das, was ihr als nächstes tut, ist sehr, sehr wichtig. Also der nächste Schritt quasi. Ja, Ass der Münzen erklärt mit der Königin der Kelche. Und ich sag's euch, Leute, König und Königin der Kelche, das perfekte Match. Warum ist es wichtig? Weil ihr vielleicht auf dem Weg seid, eure nächste wichtige Person zu treffen. Oh! Bitch! Ich hab's doch gesagt. Zehn der Kelche, zehn der Schwerter, neun der Kelche. Wenn ihr in der Lage seid, was auch immer in Vergangenheit war, ja, die Emotionen dazu, diese Negativemotionen auszublocken, werdet ihr genau das wünschen, werdet ihr genau das finden, was ihr euch wünscht. Königin der Kelche mit Ritter der Kelche ist jemand, der sich seiner, der aus dem Bauch heraus entscheidet, welche Optionen von den Optionen, die er hat, wo er seinen Samen legen kann oder wo ihr ihn Samen legen lassen könnt, sag ich mal, ja, rauszufiltern. Jemand wird hier, also passt auf, Leute, wenn ihr jemanden kennengelernt habt schon, ja, sagen wir jetzt mal, ihr seid emotional noch bei einer anderen Sache, ihr habt aber schon jemanden kennengelernt und ihr merkt instinktiv in eurem Bauchgefühl oder irgendwas in euch, ja, gibt euch ein bestimmtes Signal zu der Person. That's how you know, okay? Das ist, wie ihr wisst. Wenn ihr immer wieder merkt, okay, ich hänge eigentlich noch da, aber wenn die Person mir schreibt oder irgendwas, ich merke intuitiv, da ist irgendwas. Es ist was Wichtiges. Es ist jemand, den ich weiter kennenlernen muss. Oder die Person kann mich auf einer Ebene greifen wie niemand anders. Das ist euer Zeichen. Vorausgesetzt, das geht mit Ruhe einher. Ich rede nicht von toxischen Sachen. Ja, ich rede nicht davon, dass du dir denkst, oh, der gibt's mir so wie niemand anders. Girl, davon reden wir hier nicht, okay? Wir reden wirklich von, auf seelischer Ebene einen Boom-Moment zu kriegen. Das ist eure Person. Und um mit der Person hier etwas aufbauen zu können, ja, was wirklich Gesundes, Ernsthaftes, Gutes aufbauen zu können, müsst ihr das Alte erst loslassen. Weil was ich denke ist, dass hier euer Gegenüber wahrscheinlich auch jemand sein wird, der intuitiv sehr, sehr gut dabei ist. Ihr könnt vielleicht telepathisch kommunizieren oder einer von euch kann telepathisch Sachen aufnehmen, die der andere nicht kann, weil wir haben hier ein Perfect Match. Kelche sind Emotionen, das ist unsere Intuition, das ist unser Bauchgefühl und das ist hier definitiv ein Paar, was auf dieser Ebene kommunizieren kann. Acht der Münzen erklärt mit Bube der Münzen, könnten Kinder involviert sein oder ein Kind und der Wagen. Könnte auch mit Reisen zu tun haben, weil ich habe die Sechs der Schwerter, ich habe den Wagen hier, die Liebenden. Sechs der Schwerter und die Liebenden ist schon, deutet schon mit dem Wagen auch auf lange Distanz hin. Vielleicht habt ihr auch jemanden kennengelernt mit Kind, der auf einer langen Distanz ist oder die Person ist jünger als ihr oder die Person könnte auch zum Beispiel in einer Ausbildung sein oder in einer neuen Ausbildung oder in eure Stadt ziehen wegen Arbeit.
Könnte aber auch einfach hier wirklich bedeuten, dass jemand sagt, okay, mit dem Ast der Münzen hier, ich nehme das, ja, ich packe das an und ich möchte ein solides Fundament mit jemandem aufbauen, weil ich genau weiß, die Person balanciert mich aus zum Beispiel. Ja, der Wagen hier, der hat ja hier ein schwarzes und ein weißes Pferd. In den anderen Decks sind das zwei Sphinxen, ja, und das repräsentiert auch Yin und Yang. Das repräsentiert Licht und Dunkel, das repräsentiert Balance. Und im Idealfall, wenn wir alle mal irgendwie ein bisschen über die Ego-Ebene gehen würden, ja, dann würden wir im Idealfall wissen, dass nicht die Person, die dein Nervensystem Kopf stellt, wo du so zitterst, wenn du sie triffst, deine perfekte Person ist, sondern die Person, die dir Ruhe bringt. Und was bringt dir Ruhe, wenn etwas im perfekten Ausgleich ist? Ja, wir sind in der perfekten Balance, wenn wir zu Hause glücklich sind, wenn wir uns selber gut fühlen und wenn unser Geist Ruhe hat und wenn wir auf monetärer Ebene genug haben, um unser Überleben zu sichern. Ja, dann sind wir in der Balance. Mind, Body and Soul. So. Und genauso funktioniert das auch mit einer Dynamik mit jemand anderem. Dort, wo du Ruhe findest, wo dein Nervensystem runterfahren kann, ist die Person, die deine ist. Das ist da, wo du Wachstum erfährst. Ja, man kann nicht wachsen, wenn man im Überlebensmodus ist. Dann kann man überleben, aber nicht wachsen, weil du bist gar nicht in der Lage, alle Reize aufzunehmen, die für Wachstum wichtig sind. Wenn du Ruhe erfährst, ist das, wenn du runterfahren kannst, wenn du wieder offen werden kannst für andere Reize, die nicht nur dein Überleben sichern und dann sagen kannst, ah, okay, warte mal, jetzt kriege ich dies, das und jenes mit und jetzt Steinbock ruft mich hier an. Moment, Leute. Sis, ich rufe dich jetzt zurück in 5 Minuten. Das ist, wie man Wachstum erfährt, okay? Und das, daran erkennt ihr eure Person. Aber diese Person wird so in Tune mit euch sein, dass sie auch merkt, wenn ihr energetisch noch ganz woanders hängt, ja, oder irgendwie Ewigkeiten an etwas festhaltet und das nicht loslassen werdet. Und wenn die Person halbwegs emotional intelligent ist und wirklich in sich sitzt, ja, dann wird die Person auch sagen, hey, pass auf, egal wie nice die Dynamik ist zwischen uns, wenn du das nicht hinter dir lassen kannst, dann it is what it is. Weil keine Person, die emotional reif ist oder die ein bisschen was an ihrer Heilung gemacht hat, die ihren Frieden erarbeitet hat, wird ihren Frieden und ihre Heilung riskieren für jemanden, der nicht in der Lage ist, etwas loszulassen, was ihm ganz klar sowieso nicht gut getan hat. Okay? So, Leute, ich lasse euer Reading hier. Ich muss jetzt wieder am Telefon-Hotline bling. Okay. Wer Zahlenrausch haben möchte, ihr habt im Intro gesehen, da im Kleinen diese Infokarte, da ist ein Link zur Website, findet ihr aber auch sonst direkt einen Direktlink in der Infobox. Der Direktlink zum privaten Reading, wenn ihr eins wollt, meine Instagram-Accounts, sowie zum Conscious Club, wenn ihr dort gerne... Ach so, ja, Leute, im Conscious Club findet ihr das Venusian Upgrade, wo ich gerade drüber geredet habe, ja, woran ihr erkennt, ob ihr eure Venus-Energie, ich sag mal, vervielfacht oder ob ihr sie eher downgradet und euch irgendwie Unheil einladet, ja. Ich habe noch irgendein Video angesprochen, glaube ich, vom Conscious Club. Ich weiß nicht, Leute. Geht einfach in die Conscious Club Playlist. Ihr könnt unter jedem Video in der Beschreibung sehen, worum es geht. Da mache ich immer Stichpunkte und dann könnt ihr das einfach abchecken. Ja, oder auch nicht. Wie auch immer, okay? Liked, abonniert, teilt, kommentiert und wir sehen uns wie immer, wenn wir uns sehen.